Taylor Swift ist zurück und wir sind uns sicher, dass es euch genau wie uns geht und dass euch ihr neuer Song Me nicht aus dem Kopf geht. Und auch wenn wir die Lyrics nur allzu sehr feiern, kam auch schon starke Kritik auf, denn der Song ähnelt Emily Sunday's Next to Me schon immens. Und das waren nicht die ersten Plagiatsvorwürfe, mit denen sich Taylor Swift auseinandersetzen muss. Natürlich ist und bleibt es eine echte Herausforderung, nach 16 Veröffentlichungen noch etwas Neues zu kreieren. Aber muss man deshalb gleich auf Kunst anderer Sänger zurückgreifen? Bleibt dran, wenn ihr mehr über Taylors losen Umgang mit dem geistigen Eigentum erfahren wollt. Das Video für Taylors neue Single Me, für die sie gemeinsam mit Brandon Urie ins Studio ging, ist zweifellos höchst professionell und könnte, besonders wegen der bedeutenden Lyrics, die den Nerv der Zeit volltreffen, zum absoluten Erfolg werden. Wäre der Refrain von Emily Sondés Next to Me dem dummerweise nur nicht so ähnlich? Und da Emily ihren Song bereits vor 7 Jahren veröffentlicht hat, ist es eigentlich unschwer vorauszusagen, zugunsten wem sich ein Plagiatsstreit entscheiden würde. Und das ist, wenn wir schon mal davon sprechen, alles andere als ein Kavaliersdelikt. Bei Fragen könnt ihr euch gern an Familienministerin Giffey wenden. Ob Taylor nun einfach die Ideen ausgegangen sind oder ob sie die Kunst anderer einfach so sehr inspiriert, dass sie gar nicht anders kann, als sie zu verarbeiten, es nennt sich Verletzung des Urheberrechts und ist strafbar. Und davor ist noch nicht mal American Sweetheart Taylor gefreit. Doch das ist nicht der erste Vorwurf, gegen den sich der Celebrity, im Jahr 2016 immerhin der reichste Star am Künstlerhimmel, verteidigen muss. Von tatsächlichen Strafverfahren bis hin zu wilden Anschuldigungen auf Twitter war schon alles dabei. Grund genug, dem einmal nachzugehen. Der größte Skandal ereignete sich nach der Veröffentlichung ihrer letzten großen Single Shake It Off, als sie von mehreren Künstlerkollegen der Nachahme bezichtigt wurde. Die Girlband 3LW warf ihr vor, Zeilen aus ihrem Song Players Gone Play aus dem Jahr 2001 direkt übernommen zu haben. Und obwohl Taylor von Seiten des Gerichts freigesprochen wurde, meldete sich auch Jesse Braham zu Wort und verklagte die Sängerin. Angeblich bestünden 92% der Lyrics aus Zeilen seines Songs Haters Gone Hate aus dem Jahr 2013. Doch auch hier schlug sich die Justiz auf ihre Seite und wies die Klage ab. Oder um den Richter zu zitieren, die Verteidigung schüttelte diesen Rechtsstreit einfach ab. Ähnlich auch mit dem Song Look What You Made Me Do, der einigen Fans zu viel Inspiration aus Beyoncés Formation übernahm. Aber wie immer bekam Taylor mächtige Unterstützung, diesmal von Joseph Kane, der das Video dirigierte. Und Beyoncé, dieser Vorfall beweist, dass Queen Bee definitiv Besseres zu tun hat, als sich mit Vergangenem zu beschäftigen, diese kommentierte den Vorfall mit keinem Wort. Doch bei den Fans schlug dies voll ein und Twitter explodierte förmlich aufgrund der ganzen Posts, die Taylor vorwarfen, andere Künstler zu kopieren. Berühmt sind auch Vorwürfe, nachdem sie Britney Spears' Piece of Me doch etwas zu nahe kam und nun diese Tourplakate haben nun wirklich ein wenig zu viel Gemeinsamkeiten mit Kanyes Pablo-Tour, oder? Doch damit nicht genug. Meghan Trainor's Me Too, das Titellied von Girls Club, Vorsicht bissig, der berühmte Jenny Humphrey-Style und nicht zuletzt Teile des Films 30 über Nacht, all das sind berühmte Vorlagen, die Taylor Inspiration für ihre Kreativität nahmen. Und selbst vor Arya Stark machte sie nicht Halt und sang so: Ich habe eine Liste voller Namen und deiner ist rot unterstrichen. Und last but not least kupferte sie die atemberaubende Choreografie der Ken-zu-Parfum-Werbung schamlos ab. Oh wow, das allein schon ist ganz schön viel, für das sich Taylor Swift verantworten muss. Und nun scheint auch Me eine Emily Sondé-Kopie zu sein. Wir können nur gespannt darauf sein, wie sie es schaffen wird, diesmal ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Apropos, wie schafft sie es jedes Mal aufs Neue, alle Vorwürfe samt handfesten Beweisen abzuschütteln? Das Musikgeschäft ist zwar ein knallharter Konkurrenzkampf und da reicht es inzwischen nicht mehr, nur eine schöne Stimme zu haben, aber deswegen gleich die erste Regel des Respekts brechen? Selbst treue Fans Taylors werden inzwischen argwöhnisch, wenn es um losen Umgang des Stars mit dem Urheberrecht geht. Nun ja, Taylor selbst scheint das jedenfalls nicht aufzuhalten. Immerhin erscheint gerade ihre 17. Veröffentlichung. Seit 2002 ist sie nun im Musikgeschäft und ist gemessen an anderen eigentlich noch gar nichts. Doch wenn sich nun die Plagiatsvorwürfe nur so aneinanderreihen, wäre es da nicht das Beste für sie, sich eine Auszeit zu nehmen, um mal wieder wahre Inspirationen jenseits der Arbeit ihrer Kollegen zu finden? Oder mal etwas völlig anderes auszuprobieren, so wie die Schauspielerei oder die Politik. Beides ist ihr jedenfalls nicht fremd und zumindest in der Politik kennt man sich ja bestens mit Plagiaten aus.
Doch nun zu euch, was denkt ihr? Kommt es zu einem weiteren Strafverfahren gegen Taylor Swift? Und hat sie nicht eigentlich längst ihre Halbwertszeit überschritten, sodass sie sich schnellstmöglich etwas Neuem widmen sollte? Wir freuen uns auf eure Kommentare. Abonniert einfach den Channel, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, denn wir vermuten, das war noch längst nicht alles. Bis zum nächsten Mal.